Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Loredana. Ich komme ursprünglich aus Italien, speziell aus Sizilien und bin jetzt in München als Fotografin tätig und fotografiere sowohl Business, aber auch Schwerpunkt sind Hochzeiten. Bei Hochzeiten kommt es tatsächlich sehr viel darauf an, den richtigen emotionalen Moment einzufangen. Und das klappt tatsächlich auch nur, weil ich mich mit reinziehen lasse. Ich werde ein Teil von der Gesellschaft. Ich habe das Gefühl, die Menschen, die da heiraten, sind Freunde, weil man sich davor auch besser kennenlernt und versucht natürlich einen Kontakt zu finden. Und insofern, glaube ich, ist so ein Tag einfach emotional auch für mich und dadurch ist das Knipsen von Fotos was Besonderes geworden. Die größte Herausforderung war tatsächlich, als ich dann den Entschluss gefunden habe, zu sagen, ich will jetzt Fotografin sein. Ich bin eben nach Deutschland gekommen mit dem Ausbildung oder Diplom als Fotografin, aber habe natürlich gekellnert erstmal, um hier Fuß zu fassen. Und es war natürlich erstmal nicht einfach, auch mit der Sprache, weil mein Deutsch doch nicht so gut war. Und es war so eine Mischung von Deutsch, Italo. Aber ich habe es gemacht, ich war hier und ich war schon mal froh. Und ich habe dann versucht, Aufträge aufzunehmen als Fotografin, was sehr, sehr schwer war, weil man natürlich als Kellnerin nicht so ganz glaubwürdig rüberkommt. Und es war einfach, es hat mich nicht glücklich gemacht. Und eines Tages habe ich gesagt, ich kündige. Und ich hatte keine Perspektive an Aufträgen, an Jobs, gar nichts. Noch dazu muss ich sagen, ich war eine alleinerziehende Mutter, also hatte eine kleine Tochter zu Hause und ich kündige. Und ich weiß noch, das Arbeitsamt guckte mich an, so sind Sie denn irre? Wieso machen Sie das? Und wir können Sie nicht unterstützen, wenn eigentlich im Normalfall. Aber Sie haben eine Ausnahme gemacht. Und ich habe sie einfach überzeugt angeschaut und gesagt, ich schaffe das. Und ich selber dachte, oh Gott, was habe ich getan dann nach diesem Gespräch? Aber ich bin nach Hause, ich habe gegoogelt, ich habe gesucht und ich habe dann sofort nach einem Monat, wirklich einen Monat arbeitslos war ich, einen Job in der Bilderagentur gefunden, was eine mega Herausforderung war und ich unglaublich gewachsen bin. Und war circa 5 Jahre dort und danach habe ich den Entschluss gefunden, dass ich selbstständig besser dran bin, dass es auch finanziell besser für mich ist und deswegen habe ich es einfach gemacht. Also das, was ich wirklich jedem empfehlen kann, wenn du an etwas glaubst und etwas machen möchtest, mach es einfach und du musst wirklich überzeugt sein, nur dann klappt es. Diese Zweifel, die man hat, das ist völlig normal, aber du musst laufen, musst deinen Weg gehen. Und ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich diesen Aha-Moment hatte und das einfach durchgezogen habe. Und ich meine, hier bin ich. Also welchen Rat würde ich geben? Auf jeden Fall mehr an mich glauben, weil ich habe natürlich immer wieder Momente gehabt, wo ich nicht an mich geglaubt habe. Ich habe mich unter meinem Wert verkauft. Also ich habe dann gedacht, ja okay, ich bin nicht so gut und das darf ich gar nicht. Das soll niemand machen. Also glaub an dich, verlange das, was du auch wert bist. Und das ist nämlich sehr, sehr wichtig, weil sonst ist der Aufstieg ein bisschen härter als normal. Und das ist etwas, was ich vielleicht jetzt anders machen würde. Ich würde sagen, dass diese Eigenschaft nicht nur ich habe, sondern sicherlich ganz, ganz viele auf dieser Welt. Und das ist auch gut so. Aber ich glaube, etwas, was man braucht, um erfolgreich zu bleiben, ist tatsächlich die Leidenschaft, die ich wirklich von Herzen habe. Ich merke, dass es egal, ob es ein Business-Shooting ist oder eben eine Braut, jeder Mensch, der fotografiert wird, ist nicht unbedingt ein Model. Also es gibt unglaublich viele, die kommen und sagen, oh mein Gott, ich habe so Angst und ich hasse das, fotografiert zu werden. Und ich muss sagen, ich freue mich darüber, weil wenn die am Schluss sagen, wow, das Foto ist toll geworden, dann gibt es mir so ein tolles Gefühl, so ein positives Gefühl. Und ich habe tatsächlich die Geduld zu sagen, hey, nimm dir Zeit, wir ziehen das Ganze durch und erst wenn du happy bist, dann hören wir auf. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, in diesem Beruf als Fotografin einfach, ja, einfach die Leidenschaft dazu haben, mit ganzem Herzen und vor allem niemals aufzugeben und auch jeder Tag als neu zu betrachten und dass es nie monoton wird. Also das würde ich sagen, ist schon eine gute Stärke an dir.